Chef on Air. Heute, auch an diesem Freitag, wieder mit einem jungen Mann diesmal, der sein Unternehmen jetzt die nächste Stunde vorstellen wird. Und es geht um Juri Kissner und der hat einen Handwerksbetrieb. Und Juri, vielleicht stellst du dich kurz vor und sagst, was ihr eigentlich macht. Sehr gerne. Also hallo nochmal. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Erstmal vorweg, ich bin von der Wärmequelle GmbH Gründer und Geschäftsführer. Und wir bieten Wärmepumpen zum Festpreis an, also im Bereich erneuerbare Heiztechnik. Das ist der Sound der Weltstadt Radio Frankfurt heute mit Chef on Air. Zu Gast Juri Kissner, Wärmequelle mit AE geschrieben.de, sein Handwerksbetrieb mit Sitz in Echzell. Aber Juri, du bist viel hier bei uns in Frankfurt unterwegs, hast du gesagt. Das stimmt, absolut. Mhm. Wunderschöne Stadt. Wunderschöne Stadt, oder? Sag mal, also du bist das erste Mal hier bei uns in den Skyline-Studios? Das stimmt. Wie findest du es denn? Sehr beeindruckend. Mhm. Ich habe ein, zwei Mal Bilder gesehen, glaube ich, auf Instagram von euren Partys. Und jetzt habe ich schon die Terrasse gesehen da draußen. Mhm. Es ist noch cooler in echt, als es auf den Bildern schon aussah. Ja, ne? Also das ist auch immer wieder ein Genuss, hier zu sitzen und diese Aussicht zu genießen. Juri, wir hatten schon gesagt, Wärmepumpen. Ja, auch etwas, worauf ihr euch spezialisiert. Und wenn ich an Wärmepumpen denke, geht bestimmt vielen so, dann verbindest du das sofort mit der Ampel, mit Habeck, mit Diskussion, mit Kosten. Und Juri, vielleicht kannst du uns mal aufklären, dass das vielleicht eigentlich auch traurig ist, dass es so ist, dass es damit verbunden wird, oder? Absolut. Also vielleicht einfach mal grundsätzlich vorab. Es gibt verschiedene Arten, sein Haus zu heizen. Und zum Beispiel Öl oder Gas ist so der Klassiker, Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Und es gibt eben auch diese Technik der Wärmepumpe, die da einfach, sage ich mal, teilweise deutlich effizienter arbeiten kann und auch nachhaltiger ist. Und die Technik ist, gibt es schon relativ lange. Sie wurde natürlich durch das Heizungsgesetz in den letzten beiden Jahren und durch die ganzen politischen Diskussionen wurde es sehr angeheizt und ist leider, finde ich, bei vielen Menschen, die eigentlich gar nicht wissen, was genau das ist und wie das funktioniert, schon von vornherein negativ konnotiert, weil es einfach medial sehr platt getreten wurde. Mhm. Und du sagst also, Wärmepumpen, das ist definitiv eine gute Sache? Absolut. Also grundsätzlich, man muss natürlich immer prüfen, ob es sich für ein Gebäude eignet. Im Neubau definitiv, im Bestandsgebäude muss man das einfach sich anschauen, muss eine Heizlastberechnung durchführen, was wir natürlich auch machen in den kostenlosen Vorortberatungen bei Kunden. Aber es gibt jetzt schon über 8 Millionen Haushalte, wo man die Wärmepumpe ohne Probleme einbauen kann. Was auch ein großer Mythos ist oder ein Irrtum besser gesagt, dass Wärmepumpen nur im Neubau funktionieren mit Fußbodenheizung. Dem ist nicht so. Chef on Air. Heute mit Juri Kissner, Wärmequelle.de, ein Handwerksbetrieb, wo es unter anderem auch um Wärmepumpen geht. Da haben wir wieder das unbeliebte Wort, Juri. In Ergänzung dazu, bei uns geht es nur um Wärmepumpen. Nur also, das um ist auch so die Besonderheit, dass wir uns wirklich nur auf diese Art der regenerativen Heiztechnik spezialisiert haben. Mhm. Und das machen wir. Wir machen nur das und das machen wir richtig gut. Mhm. Und genau. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie genau ihr dieses Thema Wärmepumpen speziell auch angeht. Mhm. Mhm. Also bei uns ist es so, dass unser Slogan ist Wärmepumpen zum Festpreis, weil aktuell ist es so, sage ich mal, auch durch die Überlastung von vielen Handwerksbetrieben und so weiter, dass der Markt von den Preisen her sehr intransparent ist. Mhm. Und wir rollen es halt von der anderen Seite auf, dass wir im Prinzip dem Kunden schon auf unserer Webseite einen Festpreis geben, fahren dann zu dem Kunden und können diesen Festpreis bisher auch in allen Fällen genauso umsetzen. Mhm. Und ansonsten läuft es bisher so bei Mitwettbewerbern, sage ich mal, dass erstmal jemand kommen muss, was schon schwierig ist wegen den Kapazitäten in den Handwerksbetrieben. Oder Internetanbieter, die sagen, sie verkaufen dir eine Wärmepumpe, indem du einfach online ein Formular ausfüllst, wo wir sagen, das kann nicht gut funktionieren auf Dauer. Mhm. Und da schlagen wir so die Brücke mit unserem Konzept. Mhm. Interessant und natürlich dadurch auch gleich vertrauenswürdiger. Und das ist keine One-Man-Show, Juri, sondern du hast auch einen Geschäftspartner. Absolut. Wie habt ihr euch kennengelernt? Absolut. Ja. Ich habe noch einen Geschäftspartner, den grüße ich hiermit auch ganz herzlich. Der liebe Felix und wir haben uns letzten Endes kennengelernt über die Eintracht, weil wir da gemeinsam für die EFC Business Eagles, liebe Grüße an alle und sowieso an alle Eintracht-Fans,
Veranstaltung gemacht haben. Und witzigerweise der Präsident von den Business Eagles, der Daniel Baumann, der hat heute Geburtstag. Also lieber Daniel, alles, alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag. Und genau, heute Abend sind wir auf seinem Geburtstag. Der Felix hilft ihm gerade, die Technik vorzubereiten. Wo wird denn gefeiert? Ich meine in der Stadthalle in Freigericht. Ah ja, okay, okay. Ich glaube, es wird eine sehr große Party heute. Ja, das gönne ich euch. Und gerade hier, du, wenn du über Eintracht sprichst und die Eintracht und auch die Fans grüßt, dann bist du bei uns sowieso richtig. Sehr gut. Heute bei uns zu Gast Juri Kissner. Er hat mit einem Geschäftspartner gemeinsam einen Handwerksbetrieb, der sich auf Wärmepumpen spezialisiert hat. Und dahingehend haben wir noch viele, viele Fragen. Chef on Air. Heute ein Handwerksbetrieb zu Gast bei uns, Juri Kissner, wärmequelle.de, Wärme mit AE. Und Juri, seit Januar macht ihr das, ja? Genau, richtig. Okay, noch gar nicht so lange. Noch nicht so lange. Okay. Und ich bin ja wirklich froh, dass ich mal zum Thema Wärmepumpen und Energie hier einen Profi sitzen habe. Vielleicht kannst du uns mal verraten, weil du sagtest ja, das macht euch auch unter anderem aus, eure Transparenz. Was kostet denn eine Wärmepumpe im Vergleich zu einer Öl- oder Gasheizung? Genau, also bei uns ist es so, wir bieten die Wärmepumpen im Komplettpaket an. Das heißt, da ist wirklich alles mit drin, was benötigt wird, von der Fundamenterstellung für den Außenbereich als auch der Starkstromanschluss durch den Elektriker. Und wir sind da so preislich irgendwo zwischen 20.000 bis 25.000 Euro, manchmal auch schon 17.500 Euro. Es kommt immer ein bisschen auf die Größe von dem Objekt an, von dem Zuhause, sage ich mal. Und dann erhält man bis zu 70% staatliche Förderung, 35% bekommt man auf jeden Fall. Dann gibt es nochmal 20% Geschwindigkeitsbonus, wenn der Austausch erfolgt gegen eine Öl- oder eine Gasheizung. Und dann gibt es sogar mit einem Haushaltseinkommen unter 40.000 Euro brutto nochmal bis zu 20%. Also liegen wir dann nach Förderung irgendwo zwischen 7.000 bis 12.000 Euro, je nachdem, wie viel Förderung jemand bekommt. Das klingt wirklich toll. Und auch die Kombi bei euch ist ja interessant. Ein BWLer und ein Handwerker. Vielleicht kannst du uns das mal erklären. Genau, also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Besonderheit, was uns auszeichnet, weil das eben nicht so üblich ist. Und genau darin liegt aber unsere Stärke, sage ich mal, dass wir halt eben von Anfang an viele Prozesse digitalisiert haben und trotzdem den Handwerksberuf natürlich ordentlich ausführen und umfänglich. Und durch diese Kombination, sage ich mal, dass ich meinem Geschäftspartner den Rücken frei halte mit allem, was da anfällt, wie Werbung, Buchhaltung und so weiter, rechtliche Aspekte, und er sich eben draußen um die operativen Prozesse kümmert. Jetzt bist du ja ein relativ junger Unternehmer. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 26. Wahnsinn. Was würdest du denn jetzt, wenn uns jemand zuhört und sich denkt, oh, eigentlich, ich würde mich auch gerne selbstständig machen, aber irgendwie traue ich mich nicht so richtig. Du als junger Unternehmer, kannst du vielleicht ein paar Tipps geben? Ja, also ich glaube, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn ich mich so ein bisschen in die Lage zurückversetze. Also ich war auch nach meiner Ausbildung, Studium 2 Jahre in einem Angestelltenverhältnis, habe immer rechts und links so nebenbei selbstständige Sachen gemacht, die jetzt aber nie gereicht haben, um irgendwie, sage ich mal, vollumfänglich davon leben zu können. Und genau, hatte dann auch schon im Immobilienbereich so Sanierungen nebenbei gemacht mit Handwerkern und habe immer gedacht, boah, im Handwerk Fachkräftemangel, es wird gesucht, es ist gefragt, warum tut man sich da nicht mal zusammen und baut ein cooles Unternehmen auf mit Kapazitäten und vernachlässigt aber auch nicht diese kaufmännischen Aspekte wie Prozessoptimierung etc. Und so saß ich dann mit meinem Geschäftspartner zusammen und er hat irgendwie so gesagt, ja, Wärmepumpen, also er kommt aus dem Bereich, logischerweise hat er sehr viel Erfahrung. Ich habe gesagt, ja, Immobilien finde ich interessant, Handwerk, das ist der Markt und regenerative Heiztechnik umso mehr. Und so kam das dann zusammen und ich bin abgeschweift vom Thema. Ich würde allen einfach raten, einfach zu machen. Also ich bin dann auch den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen, jetzt Anfang Januar. Und auch wenn man vielleicht manchmal nicht weiß, oh Gott, wie wird es dann oder wie löse ich das, lieber mal machen. Und ich glaube, wenn man was wirklich will, findet man eine Lösung. Und lieber dann einfach mal in dem Problem stehen und überlegen, anstatt es vielleicht von Anfang an tot zu denken und nicht den Mut zu haben. Ja. Hast du einen Ausgleich für dich neben der Arbeit? Ja, also ich spiele leidenschaftlich gerne Tennis.
Dann natürlich meine Freundin, die ich hiermit auch ganz herzlich grüße und sehr viele gute Freunde, mit denen ich gern meine Zeit verbringe. Und für mich ist es auch so ein fließender Übergang zwischen Arbeit und Selbstständigkeit. Und es fühlt sich total richtig an, im Gegensatz zu meinem vorigen Angestelltenverhältnis. Und du hast mir erzählt, du warst jetzt erst im Grüneburgpark hier bei uns in Frankfurt joggen. Zählt das auch dazu? Ja, absolut. Da war ich heute Morgen unterwegs. Sehr gut, Juri. Vielen, vielen Dank. Es ist wichtig, ne? Work-Life-Balance, es spielt definitiv eine Rolle. Man braucht einen Ausgleich. Du bist ein junger Unternehmer und du willst auch noch ein bisschen durchhalten. Absolut. Heute bei uns zu Gast ein Handwerksbetrieb mit Sitz in Echzell. Und das Thema Wärmepumpen, was so verrufen ist, da nimmt uns Juri heute so ein bisschen die Angst davor und das Vorurteil. Und das ist auch gut so. Chef on Air, heute mit Juri Kissner, ein Handwerksbetrieb, bei dem es um Wärmepumpen geht. Wärmequelle.de ist seine Website. Und Juri, du hast gesagt, seit Januar macht ihr das Ganze. Sag mal, gab es schon so einen kleinen Meilenstein in eurer Unternehmensgeschichte? Also absolut, gerade so ein junges Unternehmen ist ja immer sehr dynamisch und es ist jetzt in den letzten 6 Wochen schon so viel passiert, dass wir das manchmal selbst nicht glauben können. Also zum Beispiel, wir hatten etliche Beratungstermine, das zeigt uns, dass unser Konzept gut ist. Wir haben die ersten Aufträge verzeichnet, wir haben super Feedback eingesammelt, auch in Form von Google-Rezensionen, was natürlich gerade am Anfang wichtig ist für uns. Und dann noch ein großer Meilenstein, dass wir jetzt die ersten 2 Mitarbeiter einstellen, weil wir das können und weil wir das auch operativ benötigen. Und das ist natürlich schon für uns eine tolle Sache. Also das fühlt sich cool an und macht Spaß. Und wir haben da, glaube ich, gute Leute jetzt für unser kleines, aber feines Team und sind auf Wachstumskurs. Okay, und du sagst ja auch, man kann richtig Geld sparen, auch Stichwort Betriebskosten, oder? Absolut, das muss man natürlich immer sehr individuell durchrechnen. Und was aber auf jeden Fall bei einer Wärmepumpe ist, man gibt eine Kilowattstunde Strom rein, weil die werden mit Strom betrieben. Ja. Das ist der Antrieb. Und man kann aber bis zu 4 bis 6 Kilowattstunden Heizenergie generieren. Bei einer Öl- oder einer Gasheizung ist das Verhältnis ungefähr 1:1. Ah ja. Und so kann man halt auch bei den Betriebskosten langfristig Geld sparen, kommt natürlich auf den Stromtarif an, aber in einer Verbindung mit einer PV-Anlage auf dem Dach kann man es wirklich schaffen, sehr autark zu werden von den Energiepreisen. Klingt alles sehr gut und Juri, unsere Zeit hier on air zumindest ist ja schon wieder vorbei. Hast du nochmal sowas, eine Botschaft oder eine Mitteilung, irgendetwas, was dir wichtig ist, was jetzt nochmal rausgehen soll an die Hörer? Ja, sehr gerne. Also was ich gerne einfach sagen würde, unser Ziel ist es eben, den Umstieg auf die viel diskutierte Wärmepumpe aufklärend einfach und bezahlbar zu gestalten. Das ist uns ganz wichtig. Und dazu ist unser Angebot, wir bieten kostenlose Vor-Ort-Beratungen an. Die kann man einfach über unsere Website vereinbaren, Kontaktformular ausfüllen oder anrufen. Wir melden uns, wir gucken uns die Situation individuell an und kommen zu Ihnen nach Hause und machen einfach Aufklärung zu dem Thema und freuen uns dann natürlich, wenn wir Sie von unserem Angebot überzeugen können, Kunden. Dankeschön an Juri Kissner von wärmequelle.de. Wärme, ganz wichtig, ja auch mit AE geschrieben. Absolut, sehr wichtig. Sonst findet man es nämlich nicht. Ein Handwerksbetrieb, ja, der sich auf den Einbau und die Installation von hocheffizienten Luftwasserwärmepumpen spezialisiert hat, Juri. Es war mir ein Vergnügen. Und wie geht jetzt der Tag für dich eigentlich noch weiter? Genau, ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Ja. Es ist immer viel zu tun. Ich habe noch ein paar Meetings und morgen kommt wieder Zeitungsartikel, da muss ich noch was abstimmen. Und ansonsten bin ich heute Abend beim Daniel Baumann auf dem Geburtstag. Alles Gute nochmal und ich freue mich, dich zu sehen und dann Party zu machen. Ich drücke euch die Daumen für alles, was kommt, für die Party heute Abend, aber auch für die Zukunft und bedanke mich, dass du hier bei uns zu Gast warst. Vielen, vielen Dank.